Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Das passiert mir selten, aber du weißt, was ich meine. Herzlich willkommen zu diesem Video. Das hier ist mal wieder ein Video, in dem ich euch Bücher vorstellen möchte. Und ich habe euch mitgebracht 1, 2, 3, 4, 5 Bücher, die habe ich alle gelesen. Und kann euch daher eine Empfehlung zu diesen Büchern geben. Es sind Bücher, wie ich finde, die super zum Thema Unternehmertum passen, für uns Unternehmerinnen und Unternehmer sehr gut geeignet sind. Ich habe zwei Schwerpunktthemen. Das eine Thema ist Verkaufen, das andere Thema ist Durchhaltevermögen. Und das dritte Thema, weil ich zwei Schwerpunktthemen habe, ist Unternehmensführung. Fällt mir gerade auf. Und ich verstehe mich so ein bisschen als Übersetzer für euch. Übersetzer auf der einen Seite, um aus meinen eigenen Firmen zu berichten, wie Dinge funktionieren. Dazu habe ich über 1000 Videos hier auf diesem YouTube-Kanal gebracht. Aber eben auch, um zum Beispiel Dinge, die ich selber lerne und dann in meiner Praxis anwende, für euch so zu übersetzen, mit den Nuggets rauszuziehen, die ich dabei rausgezogen habe und euch zu helfen, eine erfolgreichere Unternehmerin, erfolgreicher Unternehmer zu werden. Das ist mein Job, so sehe ich das Ganze. Denn dieser Kanal heißt Mehr Geschäft. Die Idee ist, dass du mehr Geschäft machst. Und ich glaube, diese Bücher können dabei helfen. 5 Bücher habe ich mitgebracht. So, und jetzt kommt's. Ich stelle euch die Bücher vor, ich gebe euch eine Empfehlung. Und am Ende dieses Videos werde ich alle diese 5 Bücher verlosen. Dafür habe ich sie alle hier mir nochmal bestellen lassen von meinem Marketing-Team. Und ich habe jedes Buch davon handschriftlich signiert. Jetzt könntest du sagen, ah prima, ohne Signatur würde ich es nehmen, mit Signatur aber nicht. Aber ich habe sie halt alle signiert. Und wie gesagt, wir verlosen die und du wirst gleich sehen, wie du mitmachen kannst und mit ein bisschen Glück eines dieser Bücher geschenkt kriegst. Also, mit welchem Buch fange ich an? Ich habe jetzt keine spezifische Reihenfolge, aber ich fange mal mit dem hier an. Der Autor heißt Ben Horowitz. Und das Buch heißt The Hard Thing About Hard Things. Was meint er damit? Erst einmal, wer ist Ben Horowitz? Ben Horowitz ist ein Unternehmer, ein Amerikaner. Er selber hat einen Softwarekonzern, kann man sagen, aufgebaut und hat diesen er hat den verkauft. Das heißt, er hat seine Firma verkauft. Jetzt kann man sagen, boah, cool, wenn man eine Firma verkauft, da macht man ja bestimmt ein paar Millionchen damit. Ja, genau. Er hat 1,6 Milliarden Dollar damit gemacht, mit diesem Verkauf. Also so einem Mann kann man schon mal zuhören. Und das Tolle an dem ist, der ist ein echter Praktiker. Der hat zig Firmen danach noch weiter aufgebaut, ist heute als Investor tätig, hat einen großen Investmentfonds und ist beteiligt bei zig Startups, große Nummern, kleine Nummern, Nummern, die mal klein waren, jetzt gigantisch groß geworden sind. Und er berichtet ungeschminkt aus der Praxis, wie der Alltag des Unternehmertums nun mal einfach ist. Und ich finde so ermutigend an diesem Buch Folgendes. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal, wenn ich auf Social Media bin und mir angucke, wie andere so durch die Gegend gehen, denke ich mir immer so, boah, warum ist bei denen immer alles so leicht und bei mir offenbar so schwer? Kennst du vielleicht. Und er sagt, hey, es ist immer schwer. Wenn du was Richtiges aufbauen willst, ist es immer schwer. Es gehört nun mal dazu. Misserfolg ist nicht das Gegenteil von Erfolg, es ist ein Bestandteil von Erfolg. Dass es schwer wird und zwischendurch schwere Phasen gibt, ist nicht ein Zeichen dafür, dass du das Falsche tust oder nicht deiner Bestimmung folgst, sondern er sagt, es ist völlig normal. Und er hat das sehr, sehr schön strukturiert, dieses Buch. Es geht also tatsächlich darum, wie du ein Unternehmen führst, wie du als Person dabei wächst, wie dir das Management besser gelingt, wie dir Leadership besser gelingt. Vor allen Dingen dann, wenn es mal hart wird. Und jetzt gibt es ja Menschen, die schreiben auf der Rückseite von so einem Buch oft so Rezensionen. Ne? Und meistens sind dann die Leute, die diese Rezension schreiben, völlig unbekannt. Hier hinten, ich sage nur mal 3 Leute, die hier eine Rezension für geschrieben haben. Das eine ist Mark Zuckerberg. Also wenn Mark Zuckerberg sagt, das Buch ist heiß, dann sollte man sich das mal zur Hand nehmen. Das zweite ist Larry Page, einer der Google-Gründer. Und Peter Thiel, einer der Gründer von PayPal und einer der Internet-Götter überhaupt. Das heißt also, das ist schon das oberste Regal. The Hard Thing About Hard Things. Tolles, tolles Buch. Klare Empfehlung, gerade jetzt zu Beginn des Jahres, wenn du sagst, alright, ich habe große Ziele, ich will wachsen, ich will skalieren, ist das dein Buch. Das nächste Buch ist von einem Mann, von dem ich wirklich Fan bin, und zwar David Goggins. Hast du vielleicht schon mal gehört?
gibt so ein ganz bekanntes Bild, was du durchs Internet geistert. Da siehst du so eine Art Marathonläufer und dann steht da, I don't stop when I'm tired, I stop when I'm done. Das ist der Typ. Der ist Ex-Marine, Ex-Elite-Soldat und ein Mindset-Monster. Wenn man auf Instagram seinen Kanal folgt, hat er letztens ein sehr interessantes Reel gepostet. Das hat seine Frau aufgenommen, ohne dass er es wusste. Die ist nämlich im Auto hinter ihm hergefahren, weil er wieder mal abends, er kam abends nach Hause und hat gesagt, ich habe eine Idee, ich gehe nochmal kurz 60 Meilen joggen. Kein Scherz. 60 Meilen joggen. Und mitten durch die Nacht irgendwo durch Arizona, durch die Wüste. Und seine Frau ist hinter ihm hergefahren, einfach weil sie sagte, ja, ich lasse dich jetzt nicht alleine. Und sie filmte das und sagte, David weiß nicht, dass ich filme. Und genau das zeichnet ihn aus. Der macht einfach solche Sachen, hängt ihn nicht an den großen Nagel. Und in dem Buch geht es um, es heißt Can't Hurt Me, geht es darum, dass du alles aushältst. Und dass wir viel zu sehr unter unseren Möglichkeiten bleiben im Leben, persönlich wie auch im unternehmerischen Geschäftsleben. Das heißt also, wenn dich das Thema Mindset interessiert und wenn dich das Thema Durchhalten interessiert und Stärke in dir aufzubauen, ist das dein Mann und das ist dein Buch. Sensationell, habe ich durchgelesen, ich habe es als Hörbuch gehört, wirklich ein starkes Buch. Auch das ist mal viel wert gewesen, bevor ich es für dich signiert habe. Also das ist meine zweite Empfehlung. Mega, mega Buch. Kannst du gewinnen oder du kannst dir natürlich auch kaufen. Can't Hurt Me, David Goggins. Dann Oren Claff. Das ist jemand, auch Unternehmer. Und dieses Buch heißt Pitch Anything. Was ist Pitch? Pitch bedeutet verkaufen. Und deswegen habe ich ja vorhin gesagt, es geht um Verkaufen. Das Coole an ihm ist, er hat eine Formel entwickelt, wie du wirklich alles pitchen kannst. Ob nun pitchen im privaten Leben, du hast eine Idee und du willst andere Menschen überzeugen, dieser Idee auch zu folgen, oder im Geschäftlichen. Du bist vor einer Investorenrunde oder vor einem sehr wichtigen Kunden, den du gerne gewinnen möchtest, oder vor deinen Mitarbeitern, egal was. Es geht darum, Ideen zu verkaufen. Das Leben ist Verkauf. Unternehmertum ist Verkauf. Und als Unternehmerinnen und Unternehmer müssen wir eine Sache verstehen. Abschluss bringt Cash. You've got to make the sale. Ja, du musst immer verkaufen. Deine Ideen, deine Angebote, deine Produkte, egal was. Und der hat eine sehr, sehr coole Formel dafür entwickelt. Ich selber habe viele Pitch-Trainings in meinem Leben durchgemacht und habe hier drin noch viel gelernt. Und ich finde es so schön, weil es so schön praxisnah ist. Wirklich, also wirklich ein cooles Praxisbuch. Kann man leicht lesen. Es folgt, seine Methode folgt gewissen Phasen. Und das kann man also wirklich ganz wunderbar durchlesen. Es ist ein englisches Buch, ne? Also von daher, ja, ich weiß gar nicht, ob man es auf Deutsch kriegt. Ich lese eh fast immer nur auf Englisch. Aber das ist ein richtig starkes Buch. Glaube ich, wird dir auch helfen, bin ich von überzeugt, in deinem unternehmerischen Alltag. Steve Jobs, kennst du ja, der ist gerade tot. Aber der hat mal in einem Interview auf die Frage, warum manche erfolgreich werden als Unternehmer und manche nicht, gesagt. Ja, es gibt ganz viele Gründe, aber der Hauptgrund ist pures Durchhaltevermögen. Im Unternehmertum kommst du an Punkte, bei denen du lange Zeit keinen Erfolg siehst, bei denen du hinterfragen wirst, was du tust, bei denen du deine Idee hinterfragen wirst, deine Angebote, deinen Markt, deine Zielgruppe, alles hinterfragen. Und du kommst viel öfter an den Punkt aufzugeben, als weiterzumachen. Und die, die weitermachen, die haben eine Sache, Durchhaltevermögen. Und auch ich sage immer, viele Menschen sehen bei mir jetzt, wie ich heute lebe und sagen, boah, das ist aber toll. Aber ich bin der Meinung, und das habe ich auch in meinem neuen Buch, was jetzt bald rauskommt, geschrieben, ich kenne tatsächlich niemanden, der das Stresslevel ausgehalten hätte, was ich ausgehalten habe in meinen letzten 22 Jahren. Wirklich nicht. Also ich kenne keinen. Und Durchhaltevermögen ist der Schlüssel. Und deswegen, dieses Buch heißt einfach Durchhaltevermögen. Autor ist Martin Meadows. Ist ein kleines Büchlein, auch eine große Schrift, ne? Aber es ist wirklich toll, weil er es in verschiedene Teile unterteilt. Und ich verrate jetzt nicht zu viel, aber er beschäftigt sich mit dem Thema Aufgeben oder Weitermachen und er sagt, Durchhaltevermögen ist das Einzige. Und auch dort geht es um Mindset. Und weißt du was, Mindset? Mindset ist ja so ein Begriff, den benutzt irgendwie jeder. Aber wenn ich dich jetzt frage, was bedeutet eigentlich Mindset? Dann machen die meisten so, ja, wie du denkst. Ja, Mindset ist eine Schwingung. Tatsächlich.
alles schwingt. Physik. Ne? Also keine Ahnung, der Tisch hier, der schwingt. Der ist die ganze Zeit in Bewegung. Wir sehen das nur nicht, aber er schwingt. Mindset ist die Schwingung, die wir einnehmen, auf welcher Frequenz wir schwingen. Es gibt gute Frequenzen, da haben wir hohe Energielevel, es gibt niedrige, da haben wir ein niedriges Energielevel. Die gute Nachricht, wir können das selber entscheiden. Wenn du auf dieser hohen Resonanz schwingst, fallen dir die Dinge auf einmal leichter. Und dann spricht man auch Achtung von dem Prinzip der Anziehung. Das ist auch ein Naturgesetz, weil dann, wenn du auf dieser Frequenz schwingst, strahlen wir andere Sachen aus, die ziehen wir wiederum an. Das ist Mindset. Mindset bedeutet, für welche Schwingung entscheiden wir uns. Und zu Mindset gehört Durchhaltevermögen. Deswegen mega starkes Buch. Und dann noch eins im Bereich Persönlichkeit, Mindset, Durchhaltevermögen etc. Das passt da ganz gut mit rein. Von Tim Grover. Und zwar Kompromisslos. Relentless. Mega bekanntes Buch. Wenn du es noch nicht gelesen hast, hol's dir. Und er ist eben auch das, was viele ihm nachsagen, er ist absolut kompromisslos. Er sagt, nein, ich habe ein Ziel, das erreiche ich. Komme, was wolle. Keine Kompromisse. Und er sagt, erfolgreiche Menschen sind oft wie Raubtiere. Das klingt ein bisschen martialisch, ne? Aber er hat recht und sagt, die sind auch kompromisslos. Wenn der Löwe sagt, die Gazelle ist meine, dann sagt er nicht die Gazelle, ja, überleg doch mal und guck doch mal. Und also, ist ja schon so warm jetzt heute, lass es doch besser. Und er sagt, nee, du bist, ich fresse dich jetzt. Und jetzt müssen wir Gott sei Dank niemanden fressen und noch niemanden um die Ecke bringen. Aber von dem kann man lernen, wie man auf Weltklasse-Niveau kommt. Warum? Der war der Coach von Spitzensportlern wie Michael Jordan, Kobe Bryant etc. Hat auch einen coolen Instagram-Kanal, kannst du folgen. Und er bringt halt die wichtigsten Charakterzüge und Charaktereigenschaften, die man, Achtung, lernen kann. Die kannst du einfach nachmachen, einfach adaptieren der absoluten Spitzenelite auf den Punkt. Und ist für dich eine Anleitung, wie du zum Erfolg kommst. Als Unternehmerin, als Unternehmer, aber grundsätzlich auch im Leben. Warum? Dein Leben ist begrenzt. Unser aller Leben ist begrenzt. Im Leben haben wir im Schnitt 4200 Mal Montag. Dann war es das. Mach ein Meisterwerk draus. Da drin steht, wie es geht. Ja, das sind meine heutigen 5 Unternehmer-Buchempfehlungen. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, die würde ich jetzt gerne verlosen. Ich verschenke die einfach. Du kannst sie nämlich gewinnen. Wie geht das? Ganz einfach, pass mal auf. Erstens, du abonnierst hier diesen Kanal von Mehr Geschäft. Muss einfach also Abonnent sein, das prüfen wir dann. Zweitens, gib dem Video bitte jetzt kurz einen Daumen nach oben. Also einfach hier kurz auf diesen Daumen nach oben klicken. Und dann schreib mir bitte in die Kommentare, was sind deine unternehmerischen Ziele 2024? Und mich interessiert das, weil ich möchte herausfinden, was bewegt dich, wo willst du hin, etc. Also, wir sind eine Unternehmer-Community. Schreib mir bitte, was sind deine unternehmerischen Ziele 2024? Dann folge bitte Mehr Geschäft auch noch auf Instagram. Und wenn du das alles machst, dann kommst du automatisch in die Verlosung und wir werden dich informieren. Wir werden dich kontaktieren, wir werden dich anschreiben, aber ich werde es auch hier bei YouTube in einem nächsten Video bekannt geben, wer die Gewinner sind. Und dann kannst du uns nochmal kontaktieren, falls wir dich noch nicht erreicht haben. Wir kriegen das aber hin, auf jeden Fall. Also, du kannst diese Bücher gewinnen, mach jetzt mit. Daumen nach oben, den Kanal hier abonnieren. Schreib mir in die Kommentare, was deine unternehmerischen Ziele 2024 sind und folge Mehr Geschäft auf Instagram. Das war's schon. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ciao, dein Pascal.